Das Ziel bestimmt den Weg oder der Weg ist das Ziel? Mensch, da ist mich jetzt aber auch erwischt. Das Ziel bestimmt den Weg, ganz klar. Das Ziel bestimmt den Weg. Das ist eindeutig, das Ziel bestimmt den Weg, weil man den Fokus, glaube ich, immer darauf legen sollte, was will ich eigentlich erreichen und wie komme ich da am besten hin? Ich sag mal, der Weg ist cool und auf dem Weg kann man viel verändern, viel machen, aber am Ende geht es ums Ziel. Zum Beispiel auf der Baustelle steht das Ziel ja ganz klar fest. Es ist am Ende das fertige Gebäude an den Bauherrn zu übergeben. Und darauf bin ich fokussiert, auch wenn manchmal rechts und links irgendwie was dazwischen kommt. Der Kunde hat ein Ziel und dieses Ziel ist immer wieder anders. Und von daher müssen wir, oder muss ich auch daran arbeiten, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und der Weg ist dann immer wieder anders. Er ist immer wieder verschieden und das macht ja auch Spaß, den Weg zu finden. Ja. Womit kann man mich leicht ablenken? Kaffee. Ich glaube, man kann jeden, nicht nur mich, leicht mit vielen unterschiedlichen Dingen ablenken. Eis auf jeden Fall. Oder ich bin immer für einen witzigen Spruch zu haben. Also wenn da eine Steilvorlage liegt, dann kann ich es mir schwer verkneifen, darauf einzugehen. Ich glaube, das macht ja auch den Spaß an der Arbeit aus, dass man immer zwischen Konzentration und mal ein bisschen Quatschen irgendwo dazwischen richtig produktiv wird. So ein bisschen Ablenkung hilft einem aber auch manchmal, wenn man gerade in einer schweren Situation ist, wo man keine Lösung findet, vielleicht einfach mal den Blickwinkel zu verändern, mit jemandem das Gespräch suchen und dann lässt man sich vielleicht auch positiverweise mal ablenken, weil man dann sich wieder neu an den Arbeitsplatz setzt und sagt, so, jetzt kenne ich die Lösung. Ein gutes Ergebnis. Ja, schöne Frage. Als vielleicht selbsternannter Perfektionist, gibt es da nicht wirklich eine Antwort zu. Ein gutes Ergebnis ist, glaube ich, eins, das vielleicht auch einen selber so ein bisschen überrascht. Ein gutes Ergebnis ist, wenn ich hinterher zufrieden bin mit dem, was da rausgekommen ist. Also eins, wo meine Erwartungen erfüllt, vielleicht sogar übertroffen wurden. Wenn dann im Prozess was entsteht, was man vorher so gar nicht erahnen konnte, dann würde ich sagen, ist ein Ergebnis gut. Wenn das Ziel, was man sich selbst gesteckt hat, tatsächlich erreicht wird. Aber auch, dass man dementsprechend ja, ein Lob von demjenigen kriegt, mit dem man das zusammen macht oder für den man das Ganze macht. Ja. Was ist wichtiger im Leben, Geld oder Sinn? Definitiv Sinn. Ohne Sinn würde ich keine Woche durchhalten. Das wäre sinnbefreit. Sinn, ja. Aber ohne Geld ist halt auch doof. Ich glaube, die Mischung aus beidem macht's. Es ist, wir brauchen alle das Geld zum Leben, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das, was wir machen, sollte auch einen gewissen Sinn haben, weil ohne Sinnhaftigkeit würde man es nicht machen oder man würde darin nicht mehr aufblühen.